Hey ihr Ballerwütigen, willkommen zurück zu Resident Evil The Umbrella Chronicles. So, wir haben das letzte Szenario, Umbrellas Ende, Februar 2003. So, und das ist Umbrellas Ende, ja. Oh, Chris und Jill. Jill. Na, wir nehmen Jill das erste Mal für die erste Kampagne. So, wir haben ganz viele neue Waffen. Automatikpistole. Das Schnellfeuer verursacht raschen Schaden, verbraucht aber viel Munition. Okay. Oder wir nehmen wieder eine Schotti. Oder halt was anderes. Aber, ja komm, wir lassen jetzt mal das neue. Die Automatikpistole. Zack. So, Leute, viel Spaß. Geht los. Kenne ich noch gar nicht. Was soll denn das jetzt sein für ein Szenario? Umbrella Stock plummeted with government inquiries into their involvement in the Raccoon City incident. Before long, they were able to redirect responsibility for the incident. Part of the blame was cleverly shifted to the American government. Umbrella had strong ties and deep pockets. Thus, they were able to drag out the legal proceedings. Over time, it appeared that all evidence of Umbrella's involvement had vanished with the missile touchdown. How convenient for them. Though fortune has a way of turning when you least expect it. It was the year 2003. Umbrella had a base of operations in Russia, where they were working on a new BOW. They were preparing to arm the unstable regions of the world with their bioweaponry. Chris and Jill had joined a regional biohazard containment unit and had heard rumors about this nightmarish facility. They recklessly plunged in to shut it down. They have no idea of the awesome and terrible power that awaits them with the new BOW, Talos. Everybody, prepare for landing. Stay on guard. We can't afford any mistakes. I really hope this new bioweapon is just a rumor. We'll just take out whatever they throw at us. Straight ahead. Stay on guard. Uh-oh. Damn. Auch lustig, wie die Hunter einfach mal zu Platz sind in der Zwischensequenz. Na, schade. Oh. Ah. Ich hab's geahnt, das Licht wollte ich noch zerschießen. Na, hi. Oh! Und natürlich wieder direkt am Anfang Hunter, oder was? Direkt am Anfang die Hunters. Hunters ist... Das heißt, es ist wieder nicht sicher hier. Das ist wahrscheinlich... Kommt jetzt direkt permanent Hunter die ganze Zeit oder sowas und ich muss immer auf der Hut sein, so ein bisschen. Oh oh. Weg mit dir. Bam. Nein, nein, nein. Take that. Oh, ich will das haben. Danke. Oh. Ihr krassen Mistkerle. Na. Au. Ich weiß, ich muss Schwachpunkttreffer landen, dann geht's besser.
Aber macht das mal so eben im Eifer des Gefechts. Das ist gar nicht so leicht. Oh ja, gut. Hi. Hi, hi. Oh, sehr gut. Oh, na. Alles jetzt mal. Oh. Auf zu spucken jetzt. Kopf abgeschossen. Oh, hi. Was ist denn da los? Ja! Au! Schönes Feuerwerk! Ja, yeah. Chris, wie er sich freut. Der Chris. I wonder what it's like inside. There could be anything in there. We can infiltrate down below or secure the stairs. Oh, alles klar. Wir gehen oben lang, glaube ich. Ich denke mal, das ist angenehmer. Hoffe ich doch. Am Ende kommen unten die ganze Zeit irgendwelche Hunter wieder angerannt, da kann ich drauf verzichten. Oh! Guten Tag! Kommen Sie denn her? Oh, ich sollte hier immer mit Huntern rechnen, ne? Immer so ein bisschen die Augen offen halten nach diesen Mistkerlen. Da liegt doch einer. Die sind auch super lecker, die Crimson Heads, die mag ich ja gar nicht. Keep your eyes peeled. Damn, they got me, but I can keep going. Ich glaube irgendwie langsam, die Treppe ist besser als der Untergrund, ja? Ich meine, wäre ich jetzt unten lang, wäre bestimmt schon zig Hunter gekommen und hier, oh, ist angenehm, finde ich. Ist recht angenehm, doch, doch. Achtung, gleich ist wieder alles voll direkt vor uns, pass auf. Ist immer dasselbe. Keine Zombies da und auf einmal brrrr. Oder Hunde, 5 Stück. 20. Ja, seht ihr? Alter! Oh. Schmeißt doch jetzt mal die Granate, bitte! Alter! Sie eben die Granate nicht schmeißen wollten. Und gleich bin ich wieder tot, cool. Pumpelt schon so ein bisschen. Ah, Fässer kaputt schießen ist immer so eine Sache. Soll ich oder soll ich nicht? Oh nein. Ah! Alter, was? What the fuck? Wie ich sagte, auf einmal wieder alles voller Hunde und Hunter. Mann, Mann, Mann. Ey, langsam ist auch mal gut hier. Bisher nur eine Akte aufzuheben. Oh, bitte geht einfach weiter. Bitte, bitte geht einfach weiter. Und nicht immer wieder umgucken, sonst sind wir gleich wieder tot hier. War daneben. Oh. Oh, Checkpoint ist auch nicht verkehrt. Danke. Ja, aber Checkpoints, naja, Schmeckpoints, ne? Ihr wisst schon. Checkpoint, Schmeckpoint. Oh. Da kommen bestimmt noch welche. Ja! Alter, was? Wie hätte ich da... Ja!
Reagier mal, wenn so ein Vieh direkt vor dir hochspringt, oder was? Was war das denn bitte? Ein Schmand. Oh, da war eine Handgranate, sehr gut. Oh. Hi. Kommt mal alle her, bitte. Kommt mal schön her. Haben die gerade das Fass verschoben? Ist doch nicht euer Ernst, oder? Dort liegt was. Ist nicht euer Ernst gerade mit dem Hunter. Das war ja mal witzlos, jetzt ehrlich. Da legt sich so eine Scheiße aus. Ich finde schon, dass mit den Fässern war wirklich gut reagiert von mir, aber dann das? Oh Mann. Vielleicht wäre er nicht gekommen, hätte ich die Fässer nicht abgeballert, wer weiß. Aber vergiss es. Oh. Wahrscheinlich gerade dann wäre er gekommen. Press. Can you get to it? We're going in here? No, ladies first this time. Boah, ihr seid doch wahnsinnig. Oh. Au. Oh, voll gegengeknallt. This is the place. Oh. Ja. Ihr mother bitches. Yeah. What's wrong, Jill? Oh, it's nothing. Mother bitches. Will haben. Natürlich trifft er mich nochmal, das Dreckvieh. Ja, winde dich im Schmerz. Nicht spucken. Nein! Es ist so... Blöde mit diesem Spucker hier. Und ich hab halt echt kein Heilspray mehr und ich bin gleich tot. Ja, immer noch am Leben. Sag mal. Was hältst du denn noch aus? Ja. Da war irgendwas. Oh. Oh ja. Natürlich kommt jetzt wieder irgendwas Fieses. Bosskampf, hä? Gegen den Kran. Bosskampf gegen die Laufkatze. Wow. Ja. Muss man sich erstmal mal ausdenken hier, ne? Where'd they come from? They're all over. Ja, fang mal. Ich dachte mir schon sowas, dass wieder einer spuckt, ne? Du auch, oder was? Nee. Ihr blöden Säcke. Wow. Die leben doch noch. Oh nee, doch nicht. They're here too. Bye. We can jump over. Hey. Spuckfried. Was, da war was. Lass es mich nehmen. Ach toll. Oh. Was ist denn?
they all come from? We're getting surrounded. We have to fall back. You're right. Run for it. Ja, da ist doch was. Ich hab's nicht gekriegt. Oh doch. Die Pistole ist voll für den Arsch, die Schnellschusspistole. Die Automatikpistole, Entschuldigung. Euer. Bronson. Chris, we can't let his death be in vain. Alright. Das ist Bronson. Let's see this through. Right, let's go. Oh nein. Nö, nö. So nicht, Freunde, so nicht. Here they come. Watch out. Okay, I'm ready for you. Alter, ist aber. Okay, für die ist sie ganz gut, die Automatik, weil die lädt sehr schnell nach. Oh, sag mal. Ich habe eine Pause hier. Pausen gibt's nicht bei der Kampagne, glaube ich. Die ist echt krass. Wie soll man die denn auf schwer schaffen, bitte? Könnt ihr mir das mal erzählen? Chris, something about this floor. Yeah, I noticed. Abandon hope. The nightmare ends here and now. Na gut, der Fairness halber, ich spiel's zum ersten Mal, aber ja, Gott, es ist halt schon hardcore. Oh, immerhin B. Naja, gut. Bemerkung zum russischen Zweig von Umbrella erhalten. Bemerkung zum Auslöschungsakten Umbrella's Ende 2. Und das war's leider. Ja, nicht so gut, ne? Nicht so gut. Wir lesen mal kurz im Archiv nach. Oh, warte mal. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist egal. Wir machen jetzt nur noch das Letzte. Bemerkung zum russischen Zweig von Umbrella. Diese Zweigstelle von Umbrella ist ein Forschungslabor im Kaukasus, im Süden Russlands. Auf den ersten Blick scheint es sich um eine chemische Fabrik der Regierung zu handeln. Das Werk wurde aber nach dem Niedergang der Sowjetunion von Umbrella übernommen und als Fassade beibehalten. Umbrella hat unterirdische Anlagen gebaut, um Forschungen an Viren und bioorganischen Waffen zu betreiben. Dies ist Umbrellas neuester Stützpunkt und dient Sergei Wladimir als Hauptsitz. Aha! Sergei Wladimir, der Typ, den wir schon ein paar Mal gesehen haben wahrscheinlich. Bemerkung zur Auslöschaktion. Nach dem Zwischenfall in der Villa hatte sich die Kannibalenkrankheit, das T-Virus, in Raccoon City verbreitet. Die Stadt verfiel in Panik. Sie wurde unter Quarantäne gestellt, während Polizisten und UBCS-Soldaten versuchten, die Einwohner zu retten. Die Lage wurde immer verzweifelter und das Risiko, dass das Virus aus der Quarantänezone nach draußen drang, immer größer. Die amerikanische Regierung war besorgt und berief eine nationale Konferenz ein, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Man erstellte einen Plan, um die Stadt völlig von der Landkarte zu radieren. Entsprechend feuerte das Militär am 1. Oktober 1998 mit neuartigen Geschossen mitten in die Stadt. Raccoon City mit seinen 100.000 Einwohnern hörte auf zu existieren. Ja, einfach mal so, ne? Weil die können das. Was haben wir hier noch? Das Bild. Ada und John. Gut. Alles klar, machen wir weiter. Umbrellas Untergang. Auch wenn wir wissen, dass das nicht stattgefunden hat. Oder Umbrellas Ende. Nehmen wir mal Crass. Oh ja, wir nehmen den Street Sweeper. 51 Schuss ist schon mal ganz nett. So, geht los. Wie gesagt, Umbrella ist nicht niedergegangen. Wir wissen das ja schon. Der verborgene Aufzug führte hunderte von Metern unter die Erdoberfläche zu einer imposanten Anlage. Wie so oft. Die einzig und allein dem Zweck diente, bioorganische Waffen in Massen zu produzieren.
Ach, das war's schon. Up to their old tricks, I see. They've got their sticky fingers in every pot. This thing sure goes down deep. It's starting to look like the right place. We've only just recently learned about this place. I'm willing to bet it's hiding something important. We wouldn't build all this for nothing. From the size of the facility, it's obviously not just some warehouse. Alter. Geht direkt mit Hunter los, ne? Alter! Hinter euch, habt ihr nicht vergessen, ne? Ah, die schon wieder! Alter, aber auch überall wieder Viehzeugs, ne? Ohne Ende! Noch was zu sammeln? Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Wow! Ich wusste eben nicht, ob ich die Waffe noch wechseln kann. Hast du schon gesehen, dass da jemand im Schrank ist? Ja. Auch wenn man sich hier mal kurz umsehen dürfte. Das wäre so schön. Ja, die Dusche hat nichts gebracht, wie man sieht. Warum nicht einfach mal so pauschal hier allem einen Kopfschuss verpassen? Nein, Halsspray! Na? Oh. Diese Spucker! Die gehören echt verboten, das ist so lächerlich. I'm not sure, but I bet we'll find out soon enough. Diese Spucker sind so lächerlich, ne? Ich würde nicht weitergehen, ich würde erstmal gucken, was da aus den Luftschächten kommt. Aber es ist okay. Boah. Hier wieder, ne? Ihr Käfer. Ihr Ekelhaften. Boah. Ich würde noch mehr rausschicken. Noch mehr Mistviecher. Oh ja, bitte. Jetzt kommen noch Haie. Achtung. I love our choices. Either way, we have to keep going. Ist doch total egal. Das ist beides genau derselbe Weg im Prinzip, oder? Oh, jetzt kommt die Haie noch. Pass auf. Die Neptun. Ja. Hey. Komm mal, ich hab geschossen. Scheiß Viecher. Weißt du, es ist total egal. Man kann schießen, aber die Viecher interessiert es nicht wirklich. Oha.
So. We better check them out. Why are they destroying this? This must be a disposal facility. What the? Why would they destroy their own products? So anything that doesn't pass the test gets toasted. So. Sag mal, krass, was hier einmal alles entgegengeworfen wird. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Jetzt fahren die halt nochmal alles komplett an Gegnern auf, ja. Im übertriebenen Maß. Nein. Ich hasse diese Spucker, das ist das Unnötigste überhaupt. So. Ich werde mal ganz auch komplett mit Pistole durchspielen, aber da habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Ihr Ekelhaften. Oh, nicht Bienen jetzt auch noch, hä? Not the bees! Factory secure. Many casualties. Bitte jetzt nicht auch noch Bienen, Mann. Alles, was fliegt und feucht und fleucht hier. Not if we can help it. Natürlich auch noch Affen. It's a trap. Yeah. Yeah. Oh, ich habe nicht mehr so viel. With this many of them, we must be getting close. It's the final stretch. Let's move it. Wenn ihr meint. Oh, die Lasers. Die werden das jetzt direkt töten, wahrscheinlich, wenn wir rein. Wenn wir reinrennen. Ah. Alter Chris, ja klar, Rückwärtssalto. Das von Jill okay, aber das von Chris war gerade ein bisschen. Huh? The security system's active? That must mean we're getting close to something important. Oh man, das war gerade wieder ein bisschen sehr übertrieben, aber gut. We can't get through. Natürlich war es übertrieben, was denn sonst? Oh. Zeug, sehr gut. Gib mir Zeug. Oh! Alter! Mistiger Affen schon wieder!
Komm mal, Aften, seid ihr. Boah. Von Biene. Oh, wieso mich halt schon stechen wollte direkt, ne? Nein, 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 nein. Ey, dieses Gespucke. Voll gut, Chris. Nein. Nein. Machst du nicht. How many of these things are? Oh. Looks like they build up quite an inventory. Alter. Das ist doch nicht normal. Alter, diese scheiß Affen. Ich glaube, da noch mal eine Ladung. Und noch mal, ja. Alter, es ist doch krank. Was die mir entgegensetzen hier. Haben wir es geschafft jetzt? Das wäre natürlich ein Traum. Ja, das war's. Ein A immerhin. Eine Datei. Na gut, Leute, dann mache ich mal Schluss hier mit dem Part. Blaue, rote, grüne, Chemikalien und so weiter. Ja, sehr gut. Richard Icon. Ein Brief. Umbrellas eine 3 wurde jetzt freigeschaltet. Oh Gott. Ich weiß ja nicht. Es ist... Je weiter man kommt, desto bekloppter wird es eigentlich. Man bekommt einfach nur noch einen Haufen Gegner vorgeworfen. Weiß nicht, ob ich das gut finden soll, weil die Qualität erhöht es ja nicht gerade, ne? Ist ja mehr so, dass es einfach nur anstrengender wird. So, Brief von Richard Icon. Liebe Bridget, ich verstehe, dass du besorgt bist, weil ich solch eine gefährliche Stellung angenommen habe. Als Mitglied von STARS werde ich immer direkt in der Schusslinie sein. Es ist an der Zeit, dass ich dir endlich meine Beweggründe erkläre. Bridget, ich habe dir ja von meiner kleinen Schwester erzählt. Die Erinnerung frisst mich auf. Ich konnte sie nicht vor diesem Verbrecher retten. Ich weiß, du wolltest mich trösten und hast gesagt, ich war zu jung, um etwas zu ihrer Rettung zu unternehmen, aber ich war vor Furcht und Zweifel wie gelähmt und konnte deshalb nichts tun. Meine kleine Schwester wurde vor meinen Augen ermordet und ich konnte keinen Finger rühren. Ich konnte sie nicht beschützen. Ich war so hilflos. Mir ist, als hätte ich an ihrer Stelle sterben sollen. An ihrer Stelle sterben sollen, so. Ich werde dieses Gefühl nicht los. Jetzt kann ich nichts mehr tun, außer dieses Gefühl zu begraben und jene zu schützen, die es am nötigsten haben, damit sie nicht dasselbe durchmachen müssen wie ich. Ich kann diese Arbeit nicht aufgeben und ich werde weiterhin alle schützen, die ich schützen kann. Nur wenn ich bei STARS mitarbeite, kann ich mit mir selber leben. Ich möchte nicht umsonst sterben. Und ich will nie wieder zögern, wenn dieser Augenblick wiederkommt. Keine Angst, ich bin jetzt kein kleiner Junge mehr und ich komme heil zurück. Versprochen. Du bist das Wichtigste in meinem Leben und ich will immer für dich da sein, wenn du mich brauchst. In Liebe, Richard. Oh, wie traurig. Der hat sich halt im Prinzip ja für Rebecca geopfert. Ja, was heißt im Prinzip? Er hat sich für Rebecca geopfert. Oh Mann, Leute. Traurig. Aber gut, kann man nicht ändern. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es total stressig ist gerade irgendwie. Würde mich freuen, wenn ihr liked und kommentiert. Wir sehen uns wieder zu Umbrella Chronicles. Bis dann. Tschüss.